herzlich willkommen bei Kittredge. Heute wieder mal ausserorts. Wir sind nämlich bei einem unserer absoluten Lieblingsrestaurants in Schöpfen. Das ist in der Nähe von Bern. Oder Lies. Wir sind nämlich beim Grill und Pasta Bern eben, in Schöpfen. Und wie wir zu dieser wunderbaren Location gekommen sind, Stefan hat mich mal vor etwa 3 Jahren mit dem Essen hier überrascht. Und wir sind da reingekommen in das Restaurant. Ich habe etwas ganz anderes erwartet. Dann bin ich in diesen Raum reingekommen mit diesen hohen Tillen. Und es ist einfach, die Atmosphäre war so schön gewesen. Dann sind wir an den Tisch gehockt und dann sind die Besitzer auch noch gekommen. Und wir sind mit denen so cool ins Gespräch gekommen. Und dann war das Essen einfach auch noch der Hammer gewesen. Also sie haben mega gutes Fleisch, mega gute Pasta. Und sie haben mega gutes Fleisch, weil sie wirklich auch noch die hauseigene Metzg drin haben. Und wer eine hauseigene Metzg hat, kann auch sehr, sehr innovativ sein. Und wir sind heute an einem ganz innovativen Abend. Sie machen nämlich selber Bratwürste in ihrer Metzg und nicht irgendwie so 5-6 Sorten. Nein, sie kennen nichts. Sie machen einfach 2-6 verschiedene Sorten Bratwürste. Mit Speck, mit Pilz, mit Prosecco, mit Trüffel, mit... Ich weiss doch nicht, was alles noch. Also einfach wirklich eine riesige Sache. Und heute haben sie einen speziellen Abend, wo man die 62 verschiedenen Sorten Würste kann probieren kann. Und wir sind jetzt hier und wir wollen jetzt die Würste alle aus, also vielleicht nicht ganz alle, aber viel ausprobieren. Und für das haben wir uns eine ganz, ganz witzige Challenge ausgedacht. Also, mitkommen! Also, jetzt gehen wir schauen, wo es die Würstchen gibt. Hier laufen die Grillen schon heiss. Die Leute sind schon voll am Durchdrehen, hoffentlich. Eine halbe Armee Wurstgriller. Und man sieht, man kann wirklich alle 62 Wurstsorten ausprobieren. Also, diese Jungs hier haben zu tun. Die haben hier ein Jost verdient. Jetzt läuft der Abend hier so ab. Du hast hier den Zettel mit diesen 62 verschiedenen Bratwürsten. Du kannst schauen, auf was du Bock hast. Dann gehst du raus. Und dort hat es ganz viele verschiedene Grillen, die nummeriert sind von 1 bis 20, von 21 bis bla 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 und so weiter und so fort. Dann sagst du so, ja, ja, gerne 3, 4, 5, 27 und weiss nicht was. Dann tue ich dir die Wurst entweder halbieren oder du kannst auch die ganze essen. Wie auch immer, du sollst es zu Zweck machen. Dann kannst du eichen. Dann gehst du Beilagen holen. Wer die will, nein, sind gute Beilagen, Salat und Pommes frites und weiss ich nicht was alles, und Soßen. Ja, dann gehst du auf den Platz, bestellst einen guten Tropfen, schlätzest ein paar geile Bratwürste rein und hast einfach einen wunderbaren Abend. Wir starten mit der ersten Wurst. Ich hoffe nicht, dass es irgendetwas Killermässiges ist. So. Also das Mut brechen. Wie dünkt es Speckelet? Aber es könnte mich auch verarschen. Es könnte einfach eine ganz neutrale Wurst sein. Nein, ich spüre Speck. Es könnte rein von Konsistenz noch ein bisschen Käse drin haben. Also es ist der Förstergriller mit Pilzen, Speck und Petersilie. Also ich bin noch nicht aufgewärmt. Es ist so fein. Es sitzt noch eine Schärfe drin. Vor allem salzig ist sie schon. Ah, verdammt. Hey, was ist das? Das ist im Fall so schwierig. Der Wacker Thun-Griller mit Jalapeno und Raclette-Käse. Mit dem Brot. Jalapeno? Das ist die Schärfe. Okay. Ah, krass. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Jalapeno mir wirklich alles zusammenzieht. Aber es ist wirklich eine richtig sexy Schärfe. Wieso lachst du so blöd? Käse, Speck, Rohschinken. Das ist der Triple Speck. Mit Speck, Speck und... Noch mehr Speck. Oh mein Gott. Speck. Ey, so. Weißt du, wenn ich es nicht weiss, was es ist, dann schmeckt es sofort raus. Und ich liebe Speck, Triple Speck. Das ist einfach Wurst in Heaven. Monika ist ein bisschen kurz geschnitten. Gut, ich bin ready.
Wir sind offen. Also. Es tut mir nur leid. Was ist das denn? Das ist mit Käse, mit dem Käse, den ich nicht gerne habe. Oh, wirklich? Es ist Käse, es ist Gorgonzola. Oh! Mein Bär hat mir mal einen Salat serviert mit Gorgonzola drin. Und das schmeckt einfach wie nasser Hund. Es tut mir auch leid für alle Gorgonzola-Liebhaber. Man schmeckt es. Kauft es. Richtig schön saftig. Tomaten. Ist es der Italiener-Sich mit Mozzarella drin? Ja und nein, es ist nicht der Italiener-Sich, aber es hat Mozzarella drin. Ist der Pizzagriller. Der Pizzagriller. Aber jetzt hat Tomaten drin. Geröstete Tomaten. Hey, richtig bündig im Fall. Wenn ihr mal so einen italienischen Abend habt, das ist die Wurst, die ihr servieren könnt. So, jetzt ziehe ich hier die Schleife ab und mache ein bisschen ein Päuschen. Hoffe, dass unser Make-up nicht... Und dann gibt es noch mal eine Session. Also, die nächste Rüstung ist da. Das ist auch schlimm, da schmeckt genau gar nichts raus. Was ist das? Der Promille-Grill. Mit Whisky. Nein, das schmeckt jetzt gar nicht raus. Ich bin wirklich einfach kein Sensoriker. Wurstig. Genug lang auf dem Grill, aber sehr fein. Ah, da ist etwas Feines drin. Kannst du wissen? Ja. Der Poulet Curry Grill. Poulet Curry? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt etwas mega Fleischiges. Aber ganz in so einem speziellen Hintergeschmack. Ah, oh, es ist so schwierig. Es ist so nicht eindeutig. Es könnte einfach... Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, aber es ist so knackig, so frisch, so... Das ist der Enten-Orangen-Grinder. Ja, wenn ich es jetzt höre, der hat sogar so eine kleine, ganz feine Orangennote. Jetzt spüre ich es. Hey, nein, wirklich, das regt mich so auf. Ich will es gleich von oben mal wissen. Wirklich. Hammer. Noch eine? Scharf. Scharf. Überlebbar. Fuck. Nein, Wasser macht es noch schlimmer. Oh, fuck. Oh shit. Nein, es geht schon wieder. Okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt mega gruselig hatte. Ich glaube, es ist nicht der ganze Börsier. Aber es ist der Halbbörsier. Der Schocker. Mhm. Ja. Ja, ja. Der macht der Lionel im afrikanischen Essen Konkurrenz. Lago mio. Mit Habanero und Jalapeno. Also die gerne scharf haben, zieht nach die rein. Die ist wirklich... Nein, es geht schon wieder. Kommt mit Brot und so. Aber... Ja. So, ich würde es noch ein bisschen weiter probieren. Jetzt kann ich nämlich auch eine Wurst auswählen, die ich gerne habe. Also, ich habe natürlich alle gut gefunden, aber jetzt wollte ich noch so ein bisschen Favoriten von mir ausprobieren. Weil man für mich ja ausgewählt hat und für euch gibt es jetzt noch etwas zu gewinnen. Gut, dass ihr auch noch ein bisschen etwas von diesem Abend habt, haben wir die lieben Gastgeber also ein Probierpaket zusammengestellt. Und in diesem Probierpaket hat es folgende Sachen drin. Es hat
ein Josts Bier, also drei verschiedene Biersorten von einem coolen Brauer und natürlich ganz viele verschiedene Würste wie der Pulled Pork Griller, Poulet Curry, Feta aus Spinat, Aspi Griller, Peppadew Griller, das klingt scharf, Alpen Griller, auch der Promille Griller, etwas, was mir gefällt. Metzgerteufeli, auch wieder etwas Scharfes. Fitnessgriller für die Sportlichen unter uns. Und ein Pfeffergriller. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr das Pack gewinnen wollt, das müsst ihr hier abholen, weil das muss frisch sein. Das können wir leider nicht verschicken. Also ein Ausflug Richtung Schöpfen ist angesagt. Und gebt mir doch bitte beim Facebook unten dran posten und diesem Video. Das wäre eure absolute liebste Grillwurst-Kreation. Los, kommentiert! Ich hoffe, die Art von Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mal hier nahe seid, hey, macht doch hier einen Besuch. Es ist wirklich lohnenswert. Super Fleisch, super Ideen, super Leute und eine mega schöne Location. Und ja, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und sogar liken. Das würde mich mega, mega freuen. Merci viel, viel mal. Und ich höre Wurst schreien. Ich glaube, ich muss führen. Bis zum nächsten Mal.